Pilotenklamotten kaufen könnten. Also Das so wäre richtig. geil. So ri Oh, es gibt, okay, ihr müsst auf der Station landen. Es gibt Security Dock ABC mit den Fahrstühlen erreichbar. Warte. Was heißt Doc ABC? Landet auf Bargini Point, nehmt den Fahrstuhl vom Hangar. Ihr werdet alles finden. Was gibt's da zu sehen dann? Die Expo? Achso. Aber schon den 22. Halleluja. Nee, dauert noch eine Woche. Ja, 5 Tage. Boah, ist das groß, Alter. Ja, verrat uns nichts. Oh, geil. Lol, hier sind so. Kennt ihr das, wenn die Flugzeugträger irgendwo stehen und dann gibt es diese Brücken, wo dass die Leute dann da drauf laufen können? Ja. Aus diesem Ami-Film mit diesen Fähnchen an der Seite? Das ist genau. Hier ist das. Mega. Okay. Das ist Dock 1, es gibt drei Werde Docks. behaupten, bei dir hängt der Aug raus. Das gewollt. Müde euch mal, damit ich das Video gucken kann. Security Dock B. Ja, warte, ich muss erstmal dieses Bridging Point finden. Müsste doch theoretisch anspringbar sein. Ist es aber nicht. Doch, da, jetzt zack. Okay, wunderbar. Das ist der Hangar B. Hangar B sieht genauso aus wie Hangar A. Oder warte mal, hier geht's ja noch runter. Boah, Alter, ey, ganz ohne Witz, ne? Hier können sie eine Javelin ausstellen. Nicht nur Ja, das das wird ja behauptet, ist vielleicht. riesig. Das ist riesig. Das ist eine Javelin. Ja, man darf gespannt sein. Ich freue mich schon auf Freitag. Warte mal, hier geht's rein. Nee, hier geht's nicht rein. Oh, das wird mega. Ich rieche es schon förmlich. Mal, geht's hier noch weiter? Nein. Jetzt bin ich irgendwo geklippt. Ah, ich konnte recovern. Sehr schön. Alter, diese Hangar sind. Unterschätzt die Javelin nicht. Alter, das sind. Nein, das sind Fat Motherfuckers. Ohne Witz. Ach, und hier sind noch kleine Docks. Auch noch. Pad 05, Pad 04, hier sind 5 Pads. Aber wo ist denn der dritte Dock? Ach, der ist da drüben. Oh, Nee, der ist aber echt kleiner. Da kann ich hier landen. Boing. Da und Arme gebrochen. Wird das bei der Expo wieder so sein, dass man jeden Tag einen anderen Aussteller hat, oder wird das sein? Keine Ahnung. Eigentlich nicht, weil es geht ja darum, dass die UI als Ganzes gefeiert wird. Eigentlich würde das. Ja, wir waren vorhin ja auch am Rätseln. Also irgendwie hat das ja was mit dem Einmarsch der Ist Navy in jemand das tot System von zu euch? tun. Nö. Wieso kommen wir nicht raus? Aber wieso bekommt der Dragon einen eigenen Ausstellungsraum? Keine Ahnung. Kraken? Wieso geht die Tür jetzt nicht mehr auf? Oh, Leute. Kraken soll als Holo. Die Kraken Mach ist. mal deine Zündung an. Hat er mit der UI direkt nichts zu tun, oder? Die Kraken? Aber es ist ein Navy-Schiff. Mal jetzt. Navy-Schiff, die Nö. Kraken? Ja, gibt es bestimmt auch eine Navy-Variante. Eigentlich ist das kein Navy-Schiff. Aber meint ihr nicht, dass es die auch haben werden? Ey, Drake-Schiff ist kein Navy-Schiff.
Er ist ja alles vertreten, auch Crusader und selbst Argo und versuchen wir jetzt? Sind ja alle Hersteller vertreten. Also ich denke mal, dass jedes irgendwie auch eine aber es ist nur eine Mutmaßung irgendwie, ja, damit auch stimmt, zu tun hat. Hier ist gerade eine Mole gelandet irgendwo. Dabo, denk dran, wir sind gelockt auf der Station, wir können uns auch umbringen. Ah ja, stimmt. Okay. Alter, das ist. Also ich bin raus. Ist groß. Wo seid ihr denn? Auf welchem Dock? Also ich bin Hangar Bay 1 gerade erst gelandet, ich muss erstmal runter. Okay. Wo steht es, wo wir gelandet sind? An der Wand. Nee. Also am Fahrstuhl müsste stehen. Also Fahrstuhl. Okay. Lobby. Am Lobby vielleicht noch was? Es gibt Hangar 1234, Pad 1234 und die Security Docks. Chris, wo bist du? Oh, ich muss mal gucken, wo ich hier wieder entlanglaufen muss. Henning, sind die Security Docks Indoor oder Outdoor? Outdoor. Oh. Also mit Helm bitte. Hm, habe ich glaube ich schon. Oh, your safety, oh, please. Ach, please area. Thank you for your cooperation. Nee, ich bin schon in der Station. Ach so. Das ich bin gerade eben bei den. Ja, Docks, ich habe mir alle drei Docks angeguckt. Auf Dock C steht eine F8. So. Ich jetzt? Nein. das wäre jetzt genial. Ja, das wäre zu gut. Dann würde ich ja, aber ganz, würde ich, müsste ich mich jetzt erstmal im TS muten, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ja. So, Security Dock A, fange ich da mal an. Zack. Ach, Moment. Tobi, bist du das? So schlimm. Nee. So. Tobi? Ja? Bist du das hier im Fahrstuhl? Nee. Ich stehe alleine in dem Fahrstuhl. Nee. Der andere mit dem ausgequollenen Auge. Ich stehe mit dir im Fahrstuhl, ich stehe genau vor dir. Oh, er ist? Ja, genau. Also, leuchte mal dreimal mit der Lampe. Ja. Krass, okay, ich sehe nix. Ich bin hier allein im Fahrstuhl. Nee. Ich bin mit Manning drin. Ah, okay. Ach, ihr habt beide dieselbe Klamotte an, ihr Wichser. Das ist mein Zwillingsbruder. Echt? Jetzt wäre es natürlich nur noch geil, wenn man einem das rechte Auge rauskriegen würde, wenn man das linke Auge. Ja. Guckst du so schräg? Ich gucke. Aber eigentlich könnte man auch mit den Schiffen herkommen, oder? Ja, wahrscheinlich irgendwie schon. Nee, wahrscheinlich ist ja noch so eine Dead Zone, dass man hier nicht drauf landet. So, go, go. Yo. Nice. Okay, wow. Das ist schon groß, ja. Das sind echt krasse Pferde, ja. Die Butze ist riesengroß. Ich bin auch keine Ahnung. Also, und das meine ich hier, diese Runway. Hm, ne? Kann ich nicht, okay. Das sieht wirklich aus so, als dass man hier stehen kann und dass das hier zwischen Monster dicke also ganz ehrlich. Das stimmt. Das ist, ja. das ist nicht mehr Idris Größe. Das könnte vielleicht Pioneer sein. Ja, wer weiß, was die da hinstellen. Doch, aber doch es werden hier werden noch nur Kampfschiffe ausgestellt. Ach, UE Navy Schiffe. Die kämpfende Flotte. Ja, was für Schiffe haben die zur Verfügung? Kampfschiffe. Die Pioneer ist auf jeden Fall kein Kampfschiff. Und was haben die? Kraken? Ist es von UE? Idris, Javelin. Also, ne Idris werden wir 100 pro sehen. Ob wir hier ein Javelin-Modell langfliegen sehen. Rams. Irgendwas explodiert. Kami. Kann durchaus sein, Henning. Oder wenn Endes bis hinstellen, kann man außenrum ist die Javelin schon fertig. Ach, ich kann doch schwimmen. Ja, das wäre geil, wenn sie die mal zeigen würden. B und C ist gleiche wie hier, oder? Ja, genau. Das, was ich bei Tobi jetzt im Stream sehe, das ist maximal Idris größer. Das ist nicht größer. Da, nix ist. Ich bin 30 Sekunden hinter eurem, was ihr wahrnehmt. Ich flieg mal ein bisschen weg davon. Das ist schon riesig. Das ist schon da groß. Da geht's ja noch hoch. Also ich denke Kraken. Sieht eher nach Kraken aus. Ja, ich schon diese Gangways rüber zu. Das ist cool, ja. Zwei Eingänge sein irgendwo dann. Weil hier geht's so ein bisschen ein Stück, so eine Stufe höher. Das sind die Docks. Das ist das. Das wird schon fett. Wir spekulieren jetzt wie blöd, und da steht am Freitag plus so ein kleiner Einmann-Fighter drin. Ja, genau. Ein Dings hier, eine Cutlass. Wer war denn das, wo das vorgelesen hat, mit der, dass die Javelin mit kleinen Schiffen dran eskortiert wird? Und nee, die Idris, glaube ich. Oder die Idris und dann Dings noch dabei und kleinere Schiffe. Das wird dann ungefähr hinkommen. Ja, wird es dann nur Whitebox-mäßig sein oder schon fertig? Ich würde mal Whitebox tippen.
irgendjemand ist jetzt auf die Fresse gefallen. Ja, ich. Ja, das war ich. Achso, du auch. Wobei, bei der Idris fehlt ja nicht mehr viel, ne? Nee, die Idris war ja auch schon im Spiel. Oder ist im Spiel, ne? Für die Idris-Mission. Die sie dann ja doch nicht gebracht haben. Ja, wobei sie halt gesagt haben, die Ausrüstung ist fertig, innen drin halt noch nicht komplett. Aber, denk mal, innen drin fehlt auch nicht mehr viel. Wenn dann maximal minimal. Wann werden die vier Schiffe ausgestellt? Freitag geht's los. Also in 5 Tagen. 22. User joined your channel. Hallo, grüßt euch. Servus. Hi. Moin. Hallo, Ralf. Oh. Warum ist da drin schwerelos? Hey. Mich rausgeklippt. Ich bin gerade eben erst mal bei der Landung das Genick gebrochen. Warum ist da drin Schwere? Er klebt an der Decke, ist ja geil. Nein, Schwere los. Inzwischen steckt der Boden. Muss ja echt aufpassen. Warte mal, vielleicht kann ich hier irgendwie. Warte mal, vielleicht kann ich hier irgendwie die Hangar reinklippen. Henning? Oh ja, ich komme in die Hangar rein. Kann mich mal wieder einer einladen von euch? Sicher doch. Nee, ich komme doch nicht rein. Ah, du musst uns erstmal adden. Ihr müsstet mich adden, ja. Nee, du musst mit uns adden. Wir kriegen dann eine Nachricht. Weil wir sind im Spiel. Das ist komplizierter. Du bist ja im Hauptmenü noch. Okay. Boah, bin ich fickgerig. Jetzt will ich irgendwen von euch mit Bratensoße einreiben. Glück bin ich nicht im Spiel. Ja. AFK? Wohin? Da ist ein Bruder. Wollen wir nicht in der PTU für das spielen? Mal ganz ehrlich, läuft viel flüssiger als die PU. Aber was wollen wir in der PTU machen? Was? Das wird doch eh resettet. Ja, eben drum. Nee, PU wird nicht resettet. Deswegen kannst du in der PU wenigstens was Produktives machen. Ja, die PU wird doch resettet, oder nicht? Stand doch drin. Nee, die wird nicht. Nee, du das soll ja diese Longtime Persistence langsam kommen. Also, eigentlich sollst du behalten, was du in der PU spielst. Ja, ganz ehrlich, wir haben alle Geld, wir haben alle allen Scheiß, den wir brauchen. Ich habe kein Geld, ich habe nur noch 70.000. Ich habe Henry und Gaggio. Blöde Frage, wo seid ihr gerade im Spiel? In der PU oder in der PTU? PTU. PTU. Also. Gut. Aber die PTU läuft halt tausendmal besser als die PU, ne? Ja, wer ist jetzt noch alles im Spiel drin? Ich bin im PO unterwegs. Warte mal, also Grote aus dem... Warum kann ich keinen von euch tot machen? Ey, hör mir frei auf, ich habe gerade schon mein Madpen gebraucht, weil ich gerade einen Genickbruch von 5 Metern Höhe hatte. Ich habe auch keinen mehr. Tobias, ich habe dir eine Einladung geschickt. Okay. Jetzt noch MXVI. Ne, halt, plus... Kam jetzt allerdings nichts bei mir an. Oh nein, irgendwo habe ich runtergeschubst. Ich bin mal raus, bis später. Jo, ciao. Daui, waui. So, Henning? Ja. Du müsstest eine Einladung bekommen. Auf die Fresse. Pam. Ich bin aber nicht Party. Das war ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt geht. Das ist mir jetzt erstmal egal, du. Sonst join einfach auf dem Server und dann kann ich dich, weil bei mir kam nichts an mit. Oder doch, warte mal. Ha. Ich nehme alles zurück, überhaupt das Gegenteil. Ich habe ihm Invite geschickt, aber keine Ahnung, ob der jetzt auch ankommt. Warte, ich kann nie auf einen Server. Muss ich anders probieren? Moment. Jetzt. Komm mal. Jetzt kann ich dich auch einladen, jetzt sind so deine Freunde, also Invite to Party. Ja, Moment. Warte mal. Ich will gerade nochmal kontrollieren. Wen hab ich jetzt gerade krampft? Mich nicht. Was soll das hier eigentlich sein? So, hört ihr mich noch? Ja. Jo. Jo. Weil ich habe das auch gerade erstmal den Mikrofonpegel zurücknehmen müssen.
Ja gut, drei so Decks gibt's hier, wo man theoretisch ganz viele große Schiffe hinstellen könnte. Erfahren wir am Freitag. Mhm. So, damit haben wir alles gesehen. Es gab ja sehr viel zu sehen. Schön. Danke, Sergi. So, Tobias, jetzt kannst du mich einladen. Jawohl. Wenn du es nicht schon gemacht hast, warte. Ja, aber kann sein, dass es wieder abgelaufen ist. Ich mache einfach nein. Nee? Okay, super. Hä, wieso, wenn ich ihn anspringe, wieso kommst du dann, gehst du doch nicht mehr aus dem Mobiglas raus? Normalerweise ist, wenn man irgendwie ihn anspringt. Nee, das geht nicht mehr, das stimmt, das haben sie weggepatcht. Oh. Aber dafür rutsche ich immer noch. Also mich hat vorhin einer von der Karte geschubst irgendwie. Ja, das war auch ich. Ah, das war auch das, super. Ja, ja. Hör mal, ich bin heute auf Ärger aus. Ich muss meine Wut von gestern rauslassen. Henning, das war ganz... Quatsch, Henry, das war ganz leise. Tja, dann, was wollen wir machen? Wollen wir dann ins PU wechseln, oder? Ja, wäre vielleicht geschickter. Was wollen wir machen? Ja, dann ins PU wechseln. Wir wollten uns das ja nur mal angucken. Die Fahrstücktüre durchs Weltall. Ich meine, wir können auch hier bleiben, aber... also, ich sehe den Sinn darin jetzt nicht so wirklich. Mir ist es egal, ob PTU oder PU, ja, ich bin auch bei allem dabei. Am Ende des Tages ist es mir auch egal. Aber dann können, glaube ich, Paco und Balu nicht mitspielen, ne? Wenn wir im PTU bleiben, da gab es ja irgendein Problem. Müsste ich mir jetzt nicht ins PU wechseln, also ich. Ey, du. Wer auch immer du bist. Bleib stehen, sonst sterbe ich. Was tippst du? Schön. Ach ja, du bist im Boden drin, okay. Als ob du es vorausgesagt hättest. Ja, dieses Shifting, wo ist denn das eigentlich? A-Corp, Area 18, im Convention Center. Genau da, wo auch die CitizenCon war. Okay. Wir müssen nochmal schnell die Nase holen. Was, du guckst? Du nie? Doch. Drogen sind schlecht für euch, Leute, okay. Ich meine, ich hab. Das hat jetzt aber auch gut ausgesehen, der Absturz. Oh! Na gut, dann beende ich den Stream auch mal wieder hier. Wollte es ja jetzt nicht den ganzen Abend streamen. Einfach nur mal einen kurzen Ausblick auf die neuen Docks auf Belgium Point.